Surya Kriya ist ein kraftvoller Prozess, um die Sonne in dir zu aktivieren. Wenn ich sage, die Sonne in dir aktivieren, die Sonne steckt in jedem Aspekt von allem, was du auf diesem Planeten siehst. Im Grunde ist es Sonnenenergie, die das Leben auf diesem Planeten antreibt. Wenn wir Surya Kriya machen, wollen wir also diese Energie im System generieren. Surya Kriya hat einen Cousin namens Surya Namaskar. Surya Namaskar ist eine Praxis, die aus Surya Kriya heraus entwickelt wurde. Surya Namaskar ist im Allgemeinen eine Art, die Sonne zu grüßen. Doch Surya Kriya hat eher spirituelle Absichten. Surya Kriya ist mit kraftvolleren Konnotationen verbunden. Die verschiedenen Dimensionen von Surya Kriya. Körperlich ist es ein wirkungsvoller Prozess. Die Art und Weise, wie es deinen Geist trainiert. Es gibt kaum etwas Vergleichbares. Es hat mystische Dimensionen. Es ist ein Weg, deinen Körper an der himmlischen Aktivität auszurichten. Dies ist also ein Weg, um dein System auszurichten. Nicht nur dein physisches System, dein Energiesystem, deinen psychischen Prozess, an der himmlischen Geometrie, sodass du im Einklang bist mit der Existenz. Die Zyklen der Sonne finden einmal in 12¼ bis 12½ Jahren statt. Der Zyklus des Mondes umfasst 28 Tage. Wenn deine physiologischen Zyklen im Einklang mit den Zyklen der Sonne laufen, wird deine körperliche Gesundheit großartig sein, dein mentales Gleichgewicht wird perfekt sein und dein Leben geschieht mühelos. Die Idee des Yoga ist also, dass dein Körper zu einer Möglichkeit wird, nicht zu einer Hürde. Wenn dies geschehen soll, muss alles in deinem System mit minimalem Widerstand funktionieren. Mit minimaler Reibung. Die Idee des Hatha-Yoga ist, das System, nicht nur den physischen Körper, das ganze System so zu formen, dass alle diese Reibungen beseitigt oder geglättet werden, sodass du nach einiger Zeit hier sitzen kannst und es keinerlei Gefühl der Reibung in dir gibt. Du musst dich nur um das kümmern, was außerhalb ist, nichts anderes. Das hier ist kein Problem mehr. Dieses Wesen, dieser Mechanismus ist kein Problem mehr. Erst dann kannst du das, was außerhalb ist, mit einer phänomenalen Leichtigkeit und Geschicklichkeit handhaben. Surya Kriya ist ein phänomenaler Prozess in diese Richtung, um Reibungslosigkeit in das System zu bringen. Diese Reibungslosigkeit im System oder dieses gut geschmierte Gefühl in deinem Inneren kommt erst dann, wenn du im Einklang mit dem größeren System bist, dem Sonnensystem. Die größere Einheit dessen, was du bist, ist das Sonnensystem. Deshalb heißt es Hatha Yoga. Bei Surya Kriya bemerkte ich nach ein paar Wochen eine unglaubliche Kraft und Flexibilität in der Wirbelsäule. Selbst nachdem ich 15 Jahre lang verschiedene Arten von Hatha Yoga praktiziert habe, hat sich meine Wirbelsäule noch nie so flexibel und stark angefühlt. Zu wissen, dass Surya Kriya eine Kriya ist, eine Atemsequenz, die die Körperhaltungen begleitet, zu lernen, warum man das einbezieht und wie es deine Yoga-Praxis vertieft, das macht den Kurs meiner Meinung nach zu etwas ganz Besonderem. Mein Körper fühlt sich gut an. Ich bin 51 Jahre alt und hatte nie Yoga gemacht, bis ich vor 2 Jahren damit anfing. Ich war also 49 und ich spüre einen solchen Unterschied. Überraschenderweise fühle ich mich dabei sehr meditativ. Bevor ich mit Surya Kriya anfing, hatte ich starke Rückenschmerzen und allgemein Schmerzen im Körper. Das Wichtigste ist, dass es mich dauerhaft geheilt hat.
Surya Kriya umfasst verschiedene Aspekte, die dein Leben bereichern, steigert die mentale Klarheit und Konzentrationsfähigkeit, behebt körperliche Schwächen, bringt Antrieb und Lebendigkeit, gleicht den Hormonspiegel im Körper aus und dient als Vorbereitung auf tiefere Meditationszustände.